Ich bin Marian, ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere in Göttingen momentan im 8. Semester Sport und Deutsch. Ich spiele viel Fußball, bin aktiv Trainer, spiele gern Badminton, mache auch viel mit Musik nebenbei. Ja, der Zeitplan ist sehr voll. Also die Initiative kam praktisch von mir selber. Ich habe mich bei der DKMS registriert, als ich im Internet gesurft habe und dabei auf die Werbung der DKMS aufmerksam geworden bin und wollte dann schon wissen, was dahinter steckt. Das Problem ist einfach, dass viele Menschen nicht gut genug darüber informiert sind, was überhaupt eine Knochenmarkspende ist. Die Kontaktaufnahme kam dann und da wurde ich dann erst gefragt, ob ich denn als möglicher Spender einspringen möchte. Die Entscheidung stand für mich sehr schnell fest, muss ich sagen. Für wichtige Sachen kann man sich auch die Freizeit mal freischaufeln. Am Tag der Spende selber bin ich in eine Spendenklinik gekommen. Meine Begleitperson durfte mit dabei sein. Es war eine ganz lockere und nette Atmosphäre. Man hat dann auf der einen Seite eine Promille in die Armvene bekommen, wo dann das Blut abgenommen wurde. Die Stammzellen wurden herausgefiltert aus dem Blut und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, wurden dann die restlichen Blutbestandteile wieder an den Körper zurückgegeben. Alles völlig ohne Schmerzen und sehr angenehm. Das Gefühl nach der Spende ist eigentlich unbeschreiblich. Der Gedanke, Lebensretter zu sein, macht mich unglaublich glücklich, ein wenig stolz und es gibt einem einfach das Gefühl, was richtig, richtig Gutes getan zu haben und das hält bis jetzt auch immer noch an. Werde Stammzellspender. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Registrier dich jetzt auf dkms.de.